Leute wie dir gehören hier nicht hin. Stopp! Benjamin Franklin schickt mich zu dir. Tut mir leid, mein Freund. Wenn du etwas willst, musst du mich schlagen. Ich habe aber nicht sehr viel Zeit. Das ist meine Bedingung. Also gut. Doch beeilen wir uns. Okay. Keine taktische Ansicht für mich? Keine taktische Ansicht für mich. Wow, er kann sie mit mit bloßer Gedankenkraft kann er die Steine bewegen. Unglaublich. Was er nicht alles kann. Ich will ihn aber nicht bewegen. Dann hat er gleich einen von meinen Steinen. Nach. Hast du eigentlich schon von dem kleinen Tumult gehört letzte Nacht? Was für ein Tumult. Das war ein ganz schöner Kampf. Den bewege ich einfach mal dahin. Kampf ist nicht ganz richtig. Das war ein Massaker. So. Ja, das sieht ganz sicher aus. Connor, deine Hand, die ist komisch. Ich weiß, du hast irgendwie übernatürliche Kräfte, aber das ist zu viel. Ernsthaft? Kann ich den irgendwie in eine Falle locken? Also angenommen, ich würde den Stein jetzt nach da bewegen. Dann müsste er um den Stein zu... Obwohl, dann kann er gleich... Na los. Ich dachte, du hättest es eilig. Der ist so eilig, nur auch wieder nicht. Ich will halt schon doch gewinnen. Schiebe ich den Stein doch so. Ach du Bastard. Ich habe gesehen, was du machen wolltest. Ein paar Jungs sind von Putnam reingelegt worden. War lustig. Was meinst du mit reingelegt worden? Alter! Auf damit! Ich kann auch nichts anderes anwählen, außer den Stein, mit dem ich was schlagen könnte. Echt kein Kunststück. Dieser Trottel. Wovon redest du denn da? Okay, jetzt kann ich auch mal. Putnam hat das Gerücht verbreitet, dass der Hauptmann der Wachen zu den Rebellen hält. Herrlich. Was? Ja. Putnam hat die Rotröcke dazu gebracht, alle gemeinsam zum Boston Neck zu kommen. Und dort hat er sie einfach niedergemäht. Klingt ja nicht so gut für uns. Und du bist dir ganz sicher? Ich war da. Ich habe gesehen, wie der alte Adams krepiert ist. Vier drücken, um das Spiel mit Wutausbruch zu beenden. Samuel Adams ging zu Boden wie ein Sack Mehl. Wehrte sich auch wie ein Sack Mehl, ehrlich gesagt. Gut zu wissen, dass er jetzt... Das Lustige ist, im Englischen steht da... Press... Square to... Rage Quit. Also, da steht dann wirklich... Das reicht. Auf ihn, Jungs. Oh, das wollte ich schon so oft machen. Das wollte ich schon so oft bei diesem scheiß Brettspiel machen. Einfach.
Ich habe die gemacht, um das Achievement zu bekommen und oh, das war so eine Qual. Mit Anleitung und so und alles, boah. Vor allem Panorama, ey. Das war übel. Oh, das macht Spaß gerade. Komm. Hallo, ich bin hier drüben. Aua. Wieso hat er eigentlich ein Messer und ich nicht? Das glaube ich mir doch einfach mal. Oh, ich liebe die Musik, ja. Schick den Rüpel recht. Die haben eh nie bezahlt. Jo. Gern geschehen. Auf Englisch wäre das besser gekommen. Mit den Rage Crit. Uiuiuiui. Anonym wären. Als ob das so einfach wäre. Hat der Dame-Spieler die Wahrheit gesagt? Ist Adams in eine Falle getappt? Ich muss es wissen. Und wie finde ich das heraus? Hm? Während der Untersuchung unentdeckt bleiben. Wenige Momente später in Boston Neck. Ach Mensch. Hier waren wir doch damals mit helfen. Als wir den Silas, oder wie er hieß, getötet haben. Dann erinnere ich mich noch. Halt die Fresse, du Scheißköter. Will auch nur unentdeckt bleiben. Scheiße. Oh, du Scheißköter. Normalerweise hasse ich ja keine Hunde. Eigentlich mag ich ja Hunde. Aber diese Hunde in Assassin's Creed, die sind so nervig. Vor allem bei solchen Sachen. Ja, rennt mich ruhig erstmal alle um. Ja, aus nächster Nähe einfach mal losschießen. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Ich kenne mich mit Schießereien nicht so aus. Ich bin ja keine Amerikanerin. Bin ich aus Amerika. So, kann der Hund jetzt mal bitte gepflegt die Fresse halten? Kann ich den eigentlich auch mit so einem Adler-Dings? Nein. Ach, jetzt hat er Angst. Jetzt hat er auf einmal Angst. Ach nee, hat er doch nicht. So. Da vorne ist etwas. Logans Tomahawk. Was ist das? Ist das eine Fähre?
Oh mein Gott! Dem wurden die Finger abgesäbelt, ernsthaft? Okay, hier muss doch auch irgendwas sein. Ach, da vorne. Das ist von Sams Uniform. Getrocknetes Blut. Ich muss sicher sein. Irgendwer wird es beobachtet haben. Nö, ich komm nicht, Jer. Komm du doch hierher. Wenn du so scharf drauf bist. So, erzähl mir mal, was hier passiert ist. Furchtbar. Die Rebellen wurden überrumpelt. 4-1 in der Unterzahl. Ein Abschlachten war das. Erbärmliches Abschlachten. Wow. Was haben die sich auch ehrlich gesagt einfach darauf gedacht? Einfach über die Vordertür einfach reinspazieren. Was hatten die geplant? Aber trotzdem ziemlich scheiße, was da passiert ist. Ach, hier vorne geht's ja schon gleich weiter. Das ist wirklich nichts, was... Auch kein Erinnerungsfragment oder sowas. Das ist ja blöd. Ups. Gut. Dann müssen wir als Aquila entfesselt. Aha. Okay. Das klingt jetzt interessant. Das sollte uns an Washington heranbringen. Beim Himmel, was ist los? Eine Falle von Putnam am Boston Neck. Und Adams... Keinen Dogon. Alle getötet. Tot? Und wir bald auch. Wir müssen weg von hier. Die Landwege sind abgeschnitten. Wir fliehen über das Meer. Ja, das Meer. Ich kenne da ein Schiff, aber... Ich kann mich nicht frei bewegen. Man kennt mich. Ich suche dir eine Verkleidung. Exzellente Idee. In der Zwischenzeit gib mir das Diagramm. Ich werde das Metall zurechtfeilen. Mhm. Ich muss ihn da hinbringen. Das ist ja scheiße.
Okay, das hätte ich anders machen müssen. Kommt her. Ich hätte gerne eine von euren Waffen. Danke sehr. Oh, das sieht auch hübsch aus, der Konter. So, und jetzt ganz fix. Hübsch. Ein bisschen eng, nicht wahr? Wie sehe ich aus? So viel Ehrlichkeit muss auch nicht sein. Oh je, Ärger voraus. Da ist einer von uns. Womit? Wir gehen gerade zur Taverne. Du kannst uns einen aus... Ach, komm schon. Mit eurem Scheiß nicht entdeckt werden, ist mir auch egal. Hätte ich das so machen sollen? Ich weiß es nicht.